Ja, und damit sage ich natürlich hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder mal bei The Chief. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ja, wir haben jetzt die Abriegelung, haben wir jetzt geschafft. Sind jetzt, so wie es aussieht, im Kirchturm oder ja, Glockenturm. Und gehen natürlich weiter. Weil wir wollen ja schließlich hier auch was erreichen. Ui. Ah, da kann man sein Scheiß lagern. Wow. Na. Das ist sozusagen die Hauptzentrale. In der letzten Runde habe ich ja nur 55% geschafft oder 54, wie ihr gesehen habt. Jennifer. Ab. Ja, wollen wir. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karr. Jawohl, Sir. Was die wohl in den Eintopf werfen? Hier überall Zugangsorte, aber aus irgendeinem Grund klappt gerade nichts. Keine Ahnung wieso. Weißt du, was mir fehlt? Das Geräusch von Pferden. Hört sich gut an. Na ja, los ab, Rinder. Na klar, wollen wir den betreten. Ich hätte das Einwegglas genommen, Besser, das wiegt viel mehr. Garrett! Mist!
benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Wo zur Hölle bist du gewesen? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Schön, vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Na gut, also folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel, ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir. Und opferst das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag. Ja, so. Ja. Klar. Ihr gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon. Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, besser, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen. Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Fuhrleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen. Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Trotzdem. Schön, dich zu sehen. Ja. Hört ihr, Freunde? Das sind Krähen, eine ganze Schar. Und sie wollen unsere Seelen. Sie singen das Lied von Baron Northcrest, dem Tapfer, der uns in diesen Eisenkäfig gesperrt hat. Im Namen des Fortschritts, Eisenstiefel will uns begraben. Aber die Krähen wissen, dass ein Sturm aufzieht. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Hier haben wir doch schon mal eher was Interessantes. Die Preise sind ja ordentlich. Was if? Das hört sich interessant an. Oh Mann, da muss man noch Haufen Kohle zusammensparen. Würde ich glaube mal behaupten, ja, da, dann haben wir jetzt erstmal den Händler. Was wir brauchen ist natürlich, ich würde erstmal hier sagen, wo ist Köcher? Ja. So, und dann kaufen wir noch Pfeile.
zu diesem Mondjude sein solltet, wir sehen noch nicht. Na gut, Leute. War mir ein Vergnügen. Trifft die Königin. Hört zu, die Schwarzkittel wollten Mortimer vertreiben. Also das würde ich nicht versuchen. Hat sich natürlich aufgeregt, also haben sie ihn verprügelt. Geschieht ihm ganz... So, mit der Königin werde ich mich noch treffen und dann war's das erste Mal. Der Rauch hält die Schwermut fern. Ja? Dann müssten wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ich habe schon so einiges raufgehustet. Tully hatte sogar eine Sammlung. Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie hat er gesagt. Wenn Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Da er damit jetzt momentan nicht allzu viel ist. Das ist der letzte. Morgen kommen wieder neue. Langsam glaube ich, das sind die Glücklichen. Glücklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit's vorbei ist. Sie drücken sich Augen oder Ohren. Die alte Kapelle von Morningside. Das Reich der Königin der Bettler. Ich glaube, jetzt werden natürlich einige sagen, hey, so läuft's ja da bloß durch. Leute, entspannt euch, machen später. Ich habe doch jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen gehe ich da jetzt hin. Die Nacht ist einsam. Ich mag das. Ach, Garrett. Nicht viele gehen deinen Weg. Ich kenne keinen anderen. Tja. Du weißt, was man über mich sagt? Dass du alles weißt, was in dieser Stadt passiert. Nicht alles. Nur die wichtigen Dinge. Was führt dich her? Brauchst du meinen Rat? Vor einem Jahr war ich in Northcrest Manor. Etwas ging schief. Was geschah mit mir? Was geschah mit Aaron? Vor einem Jahr versuchten Männer, die dachten, sie würden alles wissen, etwas zu kontrollieren, das sie nicht verstanden. Sie störten die Balance. Wir alle spüren es. Das ist deine Antwort. Als die Bettler dich fanden, nach dem Unfall, dachten sie, du wärest tot. Aber das warst du nicht. Also heilten wir deinen geschundenen Leib und brachten dich aus der Stadt. Und dann warteten wir. Doch dann, nach dem Ausbruch, der Schwermut weckte dich etwas auf. Es war Zeit für dich heimzukehren. Diese Stadt ist krank. Sie wird dir alles erzählen, wenn du ihr zuhörst. Pass auf, Garrett. In den Schatten gibt es Schlimmeres als dich. Ja, Leute, das war's jetzt erstmal dann von meiner Seite aus. Und damit sage ich dann jetzt auch erstmal auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Ja, würde mich natürlich über ein Abo freuen oder auch den grünen Daumen. Ja, grüner Daumen. Und sage damit eben halt ciao und bis zum nächsten Video.